Was würdet ihr machen, wenn ich jeden von euch 290 Euro geben würde, jetzt, hier, und ich den Schuh dafür nehme? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute ist es soweit. Wir haben ein ganz besonderes Video. Deswegen melde ich mich hier jetzt nochmal aus dem Headquarter. Denn wir haben das Ganze etwas konzeptuiert, was doch ein größeres Videoprojekt ist, auf MrBeast angelehnt. Wir haben eine besondere Challenge. Wir haben über Instagram ausgerufen, sich zu bewerben, einen 1er Travis Scott Jordan zu gewinnen. Die Gegner, die wir herausgesucht haben, treten gegeneinander an, müssen ihre Hand auf einem Sneaker behalten und wer die Hand bis zum Schluss oben hat, der hat gewonnen. Wir haben einige Bewerbungen bekommen. Ich werde eine davon jetzt gleich mal vorlesen, die für uns am witzigsten war. Kleiner Plug aber noch, Sonntag erscheint schon der offizielle Trailer zur neuen Kollektion von M&M Tabula Rasa. Das sind High Quality Everyday Blanks, die du umdrehen kannst. Das heißt, Inside Out auch tragen kannst mit Printing. Also bleibt auf alle Fälle gespannt, was euch da noch erwartet. Ich weiß, einige von euch sind schon sehr, sehr gespannt. 80, 90 Leute haben sich beworben. Wir haben, glaube ich, 5 oder wie viel mal ausgesucht. Einer hat sich da besonders hervorgetan mit seiner Bewerbung, glaube ich. Die war besonders witzig, oder? Ja, wenn ich es finden würde. Wir fahren dann direkt dorthin. Ich lese nur ganz kurz die Bewerbung vor. Moin, das ist meine Bewerbung. Mit dem Emoji, der sich die Nägel lackiert. By the way, Maxl, ich feiere deine Nägel. Nice, Markus, das ist die coolste Bewerbung, die wir haben, oder was? Ich habe gedacht, ich lese jetzt einen Text vor. Ja, gib mal die Bewerbung von Marvin. Marvin ist wieder dabei. Den kennt ihr vielleicht noch von Off-White oder Off-White. Auch der hat sich bei uns beworben und wir haben uns gedacht, warum kein Marvin-Revival machen? Da haben wir schon. Ich lese vor und währenddessen machen wir uns auf den Weg. Servus, ich bin der Marvin, 18 Jahre alt und ich habe Lust, bei der Challenge mitzumachen. Ich bin nicht kamerascheu, war auch in dem ein oder anderen Video von Max schon dabei. Bin der Marvin aus der ersten Ausgabe von Off-White oder Off-White und ich bin bereit, am Samstag mit einem Travis Scott Jordan 1 nach Hause zu fahren. Das kann halt echt lang dauern, gell? Das kann ewig dauern. Was ist, wenn die wirklich hardcore sind und stundenlang stehen bleiben und der Erste pissen muss und sich entscheidet, dass er in die Hose macht? Was machen wir? Das wäre genial, Alter. Boah, ich habe keinen Bock bis um 6 in der Früh, ehrlich gesagt. Super Idee, ja, haben wir uns wieder einfallen lassen. So Freunde, jetzt geht's los. Bin schon gespannt, ob unsere Anwärter und Mitspieler da sind. Schätzt jetzt mal in die Kommentare, wie lange das heute gehen wird. Hoffentlich nicht zu lang. Das ist der Fabian von Syrup. Ja, ich freue mich auch. Es wird heute mega los. Ja, ich bin schon gespannt. Die haben die Schuhe zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, die Schuhe gleich mal, oder? Ja, perfekt. Das ist das gute Stück. Ganz neu, da hatte noch niemand die Hände drauf. Schaut vorbei, die haben noch andere krasse Sneaker. In der Schulerstraße 15 im ersten Bezirk. Wir warten jetzt nur mehr auf die Bewerber und dann schauen wir uns die mal genau an. Setup ist aufgebaut. Wir haben 3 unterschiedliche Kamerawinkel. Wenn gerade was abgeht, wenn wir irgendwas einfangen, haben wir die Kamera. Wir haben eine Kamera, die ständig alle Bewerber hier filmt. Und wir haben auch diese Kamera, die hier die Hände füllt. Unsere Bewerber sind auch schon angekommen. Da wurden jetzt gerade alle Corona-Tests kontrolliert. Jungs, bitte reinspazieren. So, Schutzmaske, wenn es runtergehen, Tests haben wir kontrolliert. Ja, wo wie? Freut mich das, Lenny. Servus, Lenny, grüß dich. Nico, freut mich. Einer fehlt noch, oder? Der Marvin, was geht? Servus, Marvin, grüß dich. Super, und dir? Und der Philipp ist auch am Start. Perfekt. Das sind unsere 4 Bewerber. Ihr wisst nicht, was passiert, oder? Ihr wisst nur Sneaker Festhalten Challenge und dass es diesen Schuh zu gewinnen gibt. Ja, ja. Der Schuh hat einen Warenwert von 1500-1600 Euro. Schuhgröße 43. Das heißt, entweder ihr tragt ihn oder ihr könnt ihn auch verkaufen. Der letzte, der am Start ist, ich sage euch gleich, was hier, kriegt diesen Schuh 41. Verkaufen oder? Ja, ja. Du? 43. Tragen. Nice. Du? 47. Verkaufen. Verkaufen. 41. Verkaufen, aber ich kaufe mir dann einen meiner Größe. Okay. Ich habe einen 43, also safe tragen. Safe tragen, okay. Die, die ihn verkaufen, würden kurz aufzeigen. Ihr seid alle ausgeschieden, ich bin nur mit denen zusammen. Joke. Der am längsten durchhält, kriegt den Sneaker. Ihr dürft euch aber nicht stoßen oder sonstiges. Ihr könnt euch aber natürlich überreden, aufzugeben, euch manipulieren, irgendwelche Tricks machen. Das wollen wir alles gerne sehen. Ist alles erlaubt. Fakt ist, wer zum Schluss die Hand auf dem Sneaker behält, darf den Sneaker mit nach Hause nehmen. Ihr könnt jetzt nochmal aufs Klo gehen, was essen oder sonstiges. Und in 15 Minuten treffen wir uns wieder.
Dann Gangs. Das ist das Spiel. Freunde, wenn euch so ein Format gefällt, lasst mir unbedingt ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was wir auf diese Art und Weise nochmal machen. Ich freue mich jetzt schon immens, habe keinen Plan, wie lange das gehen wird, aber wir schauen rein. Ich freue mich schon. Logischerweise haben die Jungs schon gefragt, ob die sitzen dürfen, aber wir einigen uns darauf, dass ihr nicht sitzen dürft, weil sonst müssen wir das so hoch machen, dass man nicht sitzen kann und das wäre dann blöd für Manuel. Ich war noch nie so nervös, ich war noch nicht mal vorher beim Video Frierreißen. Ja, jetzt ist es spannend, weil wir sortieren im Schnellverfahren zwei Spieler aus. Wir können nur drei Spieler brauchen, wir haben zwei Reserve und die zwei Reserve, die müssen uns leider verlassen. Deswegen werden wir jetzt ganz schnell zwei Challenger spielen. Wer verliert, der kann leider nicht mitspielen. Die drei, die überbleiben, die gehen dann rüber zur finalen Challenge. Sneaker festhalten. Ihr seid bereit? Okay, jeder nennt mir jetzt nacheinander eine Modemarke, weil keiner mehr weiß es draußen. Supreme. Vuitton. Balenciaga. Nike. Louis V. Supreme. Weg. Was? Du hast vorher schon Supreme gesagt. Okay, tut mir leid, Philipp. Danke trotzdem, dass du dabei warst. Jetzt sind es noch vier. Einen sortieren wir noch aus. Wir buchstabieren das Wort Tabula Rasa. Du beginnst. T. A. B. U. M. A. Was ist das? A. R. A. S. A. Okay. Was, das war ein gutes Team gemacht. Okay, eine Challenge, was haben wir noch? Parat? Wir müssen uns kurz beraten, wir sind gleich wieder zurück. Ja, okay, okay. Wir machen nochmal was M&M bezogen. Ihr müsst random Kollektionen aufzählen. Du darfst anfangen. Rippenball. Mhm. Justice. Mhm. Tabula Rasa. Und jetzt? Ja. Mexican Standoff. Jawohl. Oh ja, das gibt's nicht. Autodestrukte. Ja, hey, gibt's auch noch. Sehr gut. Aber jeder hat einen gewusst so. Scheiße. Okay, wir beraten uns nochmal. Oder wir nehmen einfach von Anfang 4, weil die das jetzt wirklich gut gemacht haben und sortieren dann einfach aus. Ja. Okay, also wir haben uns nochmal beraten, dadurch, dass ihr das wirklich sehr gut gemacht habt, haben wir uns dazu entschieden, dass wir gleich mit euch 4 beginnen. Danke. Okay, dann würde ich euch bitten, mitzukommen in den anderen Raum, denn jetzt geht's los mit Sneaker festhalten. Ihr könnt euch jetzt nochmal 2 Minuten ready machen oder okay. 1 Minute ready machen, wie ihr euch herstellen wollt. Darf ich mir Kopfhörer reingeben? Ja, kannst du. Zu schlafen, Sie würde ich schon nicht. Du schaust Netflix? Ja. Oh, ich hab immer eine Playlist. Das ist so ein cooles Spiel. Machen wir das öfter? Okay, passt. Also wenn ihr auch Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Sind alle bereit? Dann bitte jetzt jeder ein Körperteil auf den Schuh. Wir beginnen. Let's go. Übrigens, Freunde, auch ihr habt die Möglichkeit, einen Travis Scott Air Jordan zu gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, geht in die Infobox, klickt auf den ersten Link, MEM Vienna, geht ganz nach unten, folgt dem Newsletter und folgt MEM Vienna auf Instagram. Unter allen Zusehern, die diese 2 Schritte befolgen, wird ein brandneuer Schuh im Wert von 1600 Euro verlost. Achso, und jetzt ist einfach die ganze Zeit? Jetzt, genau. 20 Stunden. Könnt ihr lange unterbleiben so? Okay. Nein, ich meine so, wenn es jetzt bis 6 in der Früh geht, dass ihr nicht möglich. Ja, wie möglich, aber ob der Sinn da ist, bis 6 Uhr hier zu bleiben, ist dann halt die Frage. Oh, ganz ehrlich, und wenn ich bis morgen 18 Uhr da bin. Handswitch darf man nämlich an, oder? Ja, du musst dann die zweite drauf. Genau. Five and Move, wenn jetzt einfach alle die Hand untergeben und es ist einer der letzte, der oben ist. Ja, oder wir verkaufen die Teile. Ja, aber lass noch ein bisschen. Wir stehen jetzt einfach wirklich die ganze Zeit da. Ja. Und halten unsere Hand an den Schuh. Nach diesem Video seid ihr doch safe die besten Freunde, oder? Nein, Digga, das wird nicht passieren. Was ist denn das Längste, was man machen kann? Montag. Okay. So, wir müssen jetzt ganz kurz überprüfen. Der Kollege hat Hand geswitcht und angeblich war eine Hand währenddessen nicht ganz drauf. Deswegen werden wir sie hier kurz überprüfen. Da switcht jetzt gleich die Hand. Und Challenge. Na, das passt. Passt? Ja. Alles clean, sind noch alle im Game, Freunde. Alle noch im Game. Wie geht's euch? Super. Gut. Ja, alles noch easy cheesy. Ja. Überhaupt keine Probleme. Ja. Okay, gut.
Ich glaube, ich werde dann mal was essen gehen. Ich habe schon ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Und die Beine, die tun schon ein bisschen weh. Ich glaube, ich werde mich da gemütlich gegenüber ins Restaurant setzen. Corona getestet bin ich ja. Und gönn mir eine leckere Pizza. Ich sage wirklich, wirklich Maya, wenn ihr jetzt so eine Challenge ist und anschaut. Aber was könnt ihr als Challenge machen? Irgendwas mit Ernähren, irgendwas mit Maximilian? Oh ja, nenne Marken, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Sicher. Modemarken. Ich könnte ungelogen 60 sagen. Ich hätte auch nur viele noch sagen. Ohne zu wiederholen. Ohne zweimal Supreme zu sagen. So, lass mich da mal wieder ein bisschen rein. Okay? Ja, Bro. Du gib mal ein bisschen deinen Namen aus. Egal. Mit Job keiner. Wenn ich verliere, dann vertraue ich auf Justin. Dass er mir beisteht. Zehner. Mein Freund. Willst du das Geld alleine haben oder willst du es nicht dritteln? Ich will schon den Travis Scott Sex haben. Aber wie wollt ihr das dritteln? Wir können ja da nicht mal verkaufen oder so. Schau, wenn du jetzt das sagst. Ich habe dich immer in diesen Formaten gesehen. Ich finde eigentlich, du bist einigermaßen vertrauenswürdig. Ja, aber wie lange wird das dauern, bis man den verkauft und alles? Ja, nicht ziemlich lange, Bro. Nicht sehr lange. Nicht lange, Bro. Sehr wurscht. Ich kann mir locker für 1,4 weg. Geht jeder und jeder noch mit 500 raus. Und wenn du sagst, du willst unbedingt, ich kann gerne nachgeben, sozusagen. Ja, habt ihr Bock? Noch teilen? Ja, wir warten einfach auf diese eine Challenge, wer rausfliegt. Und die anderen drei können das. Ja, Drittel oder alle vier? Wir können doch jetzt. Wir kommen locker um 1,5. Wer weiß, ob das überhaupt. Das wird das Format eigentlich auch wohl finden, eigentlich. Dann haben wir einen Zeitaufwand von ein bisschen mehr als einer Stunde. Jeder kriegt 300 Euro und wir haben ihn gefickt. 1400 ja, durch 4. Jeder 350 auf 4. Das ist Bar. Krank. Für 350 kann ich mir irgendwelche Fakes von der Türkei kaufen. Ich schicke mal ein Bild in ein paar Gruppen rein und schau, wer jetzt drauf. Mit den Händen oben. Um. Mach du mal ein Bild von vorne, okay? Aber geht ein bisschen die Hände raus. Mach so. Aber was ist, wenn er sagt, na, das geht nicht so, das können wir nicht. Weißt du, was wir machen? Die Regeln sind, wir müssen mit einem Körperteil den Schuh berühren. Wenn ihr Bock habt, wir gehen danach noch was essen. Viel Geld. Können wir gerne. Jeder 50 Euro. Da hauen wir uns darüber mit so kalt auf ihren Tisch, den wir reserviert haben. Ich bin der Maximilian. Eins, fünf. Na, Bro, 1,5 zahle ich. So, jetzt ist er draußen. 1,4. Ja, willst du 1,4 machen? 1,4. Ja, schau. Mal los, den gewinnst. Nein, 1,4, wir würden jetzt runtergehen und du kommst jetzt zurück und gibst Geld und fertig. Ja oder nein? Erstens, ich fahre jetzt gerade nach Hause und zweitens, ich habe das Bar. Ja, ich bin zu Hause. PayPal. Den könnte ich erst nächste Woche. Ich will ihn schon, ja, aber das Ding ist, mein Vater muss ich vom Bahnhof holen, dann muss ich mich wieder zum Bahnhof. Heute geht's wahrscheinlich nicht, weil ich kann sagen, ob ich irgendwer zum Bahnhof bringe, aber heute geht's wahrscheinlich. Für 1,2 will ich heute fix kommen, ich würde nach Hause fahren, Geld holen. Nein, 1,2 ist weniger. Gib mir bis 8 Zeit. Ja. Na, was für bis 8? Zeit ist Geld, Bruder. Boah, Digga, gib deine Hand ein bisschen raus. Ich kann einen Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Euer Masterplan ist, dem, der zuerst ausgeschieden ist, den Schuh für 1300 zu verkaufen und die Summe aufzuteilen. Das ist euer Plan, oder? Also wir müssen nichts sagen. Wir sind sowieso auf Cam. Wir sind ja alle Findungsphase. Findungsphase. Ja. Aber wer lässt als letztes den Schuh los von euch? Ja, das kann es machen. Weil du lässt es erst. Jeder kann es machen, als wollte ich es. Ist mir egal. Jeder kann es machen. Ich kann auch als erstes die Hand wegnehmen. Wirklich? Ja. So sehr vertraut ihr euch? Ja. Wie lange kennt ihr euch? Gar nicht. Ich hab kennengelernt. Ja. Schau, ich mache mit, aber nur ich das Geld gegessen habe. Ja, ja. Ganz Sache sogar. Jeder. Auf alles, was mir heilig ist, schwör ich dir. Das wenn man sich's ausmacht, dann finde ich, muss man auch stehen. Das. Dann würde ich jetzt meine Hand abgeben. Nein, und dann chill noch. Wir brauchen mal jemanden, der das kauft. Ich verarsche dich nicht. Glaubst du, ich hasse das so sehr wie... Ja, ich auch. Deswegen riskiere ich es gar nicht. Wie viel zahlt er jetzt? Also 1,2 oder 1,2, wenn er herkommt, würde ich sogar Taxi zahlen. Ich würde ihm auch 20 geben, das ist mir scheißegal. Also okay. Was würdet ihr machen, wenn ich jedem von euch 290 Euro geben würde, jetzt, hier, und ich den Schuh dafür nehme? Nein, für 300 würde ich es machen. Ja, Bro. 300 würde ich es machen, drei. Du auch. Ja, weil das würden wir so oder so machen. Wenn ich jedem 290 geben würde, würdest du das machen oder nicht? Ja, ich rufe dich gleich wieder an. 92. Danke, ciao. Ja, wenn du es mir gibst. Hast du PayPal? Ja, habe ich. Ja, ich könnte es dir direkt geben. Okay. Und euch könnt, meine Eltern sehen ihn noch im Video. Ja, dann gebe ich jetzt meine Hand weg und wir gehen zu deinen Eltern.
290 Euro, jeder von euch. Ja, okay. 300, oder? 290. Nein, gib 300. Dir den 10er. Auch. Digga, der spielt ja, so gut. Gib dir einen 10er. Gib mir den 10er. Wer gibt dir den Rest? Also, würde das machen? Ja. Wie sollen wir die holen? Überweis dir jetzt. Ich will's fixen. Ist mir scheißegal. Soll ich dir Handschuhe zurückgeben? Warte, ich warte noch. Ich warte, nein, ich hab kurz einen Vater. Geil, dann kann ich noch saufen gehen. Ich würde den 280 auch noch machen, oder? Bro, aber 280, du bist schon von 300 runter. Das Ding ist halt, wenn ihr euch dann ausmacht, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwer holt den Sneaker und ihr macht euch aus, ja, wir geben die Hände auf 3 weg, 1, 2, 3 und jeder gibt die Hand weg. Kann es halt sein, dass einer snitcht und trotzdem. Ja, 10, Alter, so bin ich nicht. Ich sag nur, bei Offenheit oder Offenheit. Ich glaube, so weit bei Offenheit oder genau deswegen will ich mein Geld. Ja, wirklich, genau deswegen will ich mein Geld danach. Krieg ich dann den Schuh, oder? Ja. Ach, schwierig. Sitzen kann du was. Vor allem, wenn man so lange stehen muss. Du musst ja nicht um Druck verkaufen oder sowas, sondern du kannst ihn ja dann mal reinstellen für, was weiß ich, 1,5 oder sowas. Dann hast du noch Fett plus gemacht. Dafür, dass du hergefahren bist, ein bisschen gestanden bist. Okay, wenn einer dann ausscheidet, dann egal wie viele ausscheiden, wir können uns das jetzt machen, wir teilen das. Ja. Wir teilen das egal was. Alter, das dauert so lang, Bro. Ja, so machen wir uns jetzt schon aus, nicht, dass einer snitcht. Ich bleib, bis das hier vorbei ist. Ja, was heißt vorbei ist? Ich schau mal. Dann gehen wir alle. Nein, schau mal. Wenn der sich zum Beispiel jetzt denkt, ja, ich will den für mich alleine. Und dann bleibt er und er übrig, sagen wir mal. Und der gewinnt dann am Ende. Dann teilen wir das trotzdem durch 4. Und was passiert, wenn er auf einmal nicht teilen will? Nein, Digga, das wird nicht passieren. 540er, ich hole jetzt mal eine Wahl, damit du das überweisen kannst. Ja, komm. Bei ihm passt, du hast ihn bei, passt Euro. Bei dir, wenn nicht, überweist er mir alles, ich gib's dir. Passt schon. Du kannst einfach mal weiter zurückziehen. Nein, du bist so ein Hund. Du kannst es selber. Dann machen wir das. Ja, ich würde es machen, aber ich. Ja. Ich meine, ich kann auch bis Montag darstellen. Nein, das ist unnötig. Naja, für das Geld. Andere hackeln ein ganzes Monat für das Geld. Wenn du da bis Montag dastehst, kannst du ihm schon 300 verkaufen, weil er so hinnig ist. Na, das schaffe ich schon. Sag dem Alia, er soll mir 540 Euro auf PayPal schicken, bitte. 290, ich geb dir 10er. Digga, ich habe jetzt alles organisiert. Ich geb dir 10er, du verlierst sozusagen dann nur 20. Auch außer 30. Chill, das war 290. Ja, ich geb dir 290. Für die 10 Euro gehe ich was trinken und dann denke ich an sich. 862 Euro. Also, scheiß dich jetzt wirklich nicht so an, du musst eh fett gewinnen. Ja. Ich würde euch jetzt das Geld überweisen und dann wegnehmen. Ja. Weil, wenn ihr dann zu Witsch seid, wenn wir alle gleichzeitig weggeben. Du kaufst den Schuh quasi heraus. Ja, nehme ich mit, komm. Wie viel zahlst du jetzt für den Schuh? 840 Euro. Und lass dich jetzt nicht von dir überreden. Bro, lass dich jetzt nicht von dir überreden. Okay, das ist Steal. Das ist Steal. Okay, das heißt, du machst 700 Euro Gewinn. Ich lass den aber hier und hol den morgen, wenn ich da jetzt rausgehe, weil ich überfallen in der Uber. Überweist du da jetzt schon mal? Ja, 270 schickt jetzt. In die Masse. Fertig. Jetzt stellt euch vor, die Challenge war nicht sowas, ja. Der verliert. Freundschaft und Familie. Ja, Freundschaft. Und du gibst jetzt die Hand weg. Und ich schick's dir. Du schickst mir. Ja, bitte. Das heißt, du schickst ihm jetzt. Ich schick ihm, er gibt die Hand weg. Ich schick ihm, er gibt die Hand weg. Er kauft einen nach dem anderen aus. Warte, ich check's nochmal. Hast du Schuhe? Okay. Bist du ready? Ich bin ready. 270 Euro gibst du jetzt die Hand weg. Ja, Bro. Okay. Du reist einfach dafür, dass er eine Hand wegbewegt. Und reingekommen ist er. Danke, Bro. Okay. Er ist raus, unser erster Spieler ist raus, der Erik. Kannst du das Geld noch zurückziehen eigentlich? Nein. Nein, kann doch nicht. Ja, gibt's, soll ich eingeben oder das würde ich mal nicht haben. Wollt ihr noch die nächste Challenge abwarten? Ja, es wäre schon noch lustig eigentlich. Es wäre schon noch lustig. Ja, ich würde warten, ja, ich überweis schon mal. Okay. Mama, du hast eh schon dein Geld, das siehst. Schau, dass es genau ist. Ist safe, richtig? Ich gebe dir sonst nicht irgendwie nochmal oder so. Wie ist die Adresse? Black Ops Man? Marvin, cool. Nicht Man. Das hat mein Vater damals schon. Ja? Was? Was? Weiter? Ihr Mädchen, ich krieg das Geld und den Schuh. Oha! Na, Spaß! Okay. Chill, chill! 285. Marvin lässt die Hand los. Marvin ist weg. Nur noch zwei Leute im Game. Sag mir einfach deine E-Mail-Adresse. Du könntest zum Beispiel sagen, scheiß auf die Überweisung und hast immer noch einen Gegner, gell? Ja. Okay. Wie viel überweist du ihm jetzt? 92. Nein, 2,85 haben wir. Oh, er hat auch 2,85 bekommen. Und er gibt dir ja noch den 5er. Das sind die 5 Euro. Aber ich krieg 5 Euro mehr als er. Das haben wir, wo wir noch zu viert hier standen, ausgemacht. Du bist echt ein Verhandler. Hey, voll gut, ich schicke jetzt. Ja. Bist du dir sicher? Ja. 100%. Er könnte auch. Ja, komm. Er könnte auch snitchen und einfach die Hand drauf lassen. Vertraut jetzt. Stimmt,
Und du stehst einfach die ganze Zeit neben dem Typen, der dir 280 Euro geschickt hat, du bist nicht gegangen. So. Das wäre so witzig. Wenn er dann einfach nicht loslässt. Das wäre so hart. Durch. Ja, in 2 Minuten ist die Challenge. 2 Minuten die Challenge. Aber warten auf die Challenge auf. Okay, das heißt, du lässt jetzt doch nicht los. Ich weiß, Leute, absolut ehrenlos an dieser Stelle zu unterbrechen. Aber geht jetzt in die Infobox, geht auf den ersten Link, folgt MEM, dem Newsletter und memvienna.com. Dann habt ihr die Chance auf einen brandneuen Travis Scott Air Jordan. Und am Sonntag kommt schon der offizielle Trailer zu MEM Tabula Rasa. Also bleibt auf alle Fälle gespannt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und es gibt schon bald nächste Woche nicht nur die Vorstellung von MEM Tabula Rasa, sondern natürlich auch den zweiten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns dann zum neuen Trailer und zur Vorstellung von MEM. Das war's von mir, euer Maximilian.